mithelfen am Bau, spart uns das Geld? Also dieser Frage wollen wir uns heute widmen. Ja, wenn wir ehrlich sind, wollen ja viele Bauherren aus emotionalen Gründen irgendwo selbst Hand anlegen. Das finde ich auch eigentlich auch ganz richtig. Nur darf man auch nicht vergessen, diese viel zitierten Opportunity Costs, was man vielleicht in der gleichen Zeit im Stammberuf verdienen würde. Und nebenbei darf man auch nicht die körperlichen Voraussetzungen vergessen, die natürlich bei den Fachleuten am Bau meist besser ausgeprägt sind. Dazu ein Beispiel: der übermotivierte Bauherr, der letztendlich beim Schlitzstemmen dann eine Eigenleistung tätigen wollte, sich bei uns die Bohrhämmer ausgeliehen hat und leider 3 Stunden später mit der Gangschreibung und beidseitigen Schleimbeutelentzündungen im Ellbogen zurückgekommen ist. Das kann man schon machen. Ob es sich wegen 500 Euro potenzieller Einsparung auszahlt, das muss jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Wenn Freude dabei besteht, mitarbeiten, nicht abhalten lassen, natürlich. Aber niemals vergessen, wenn man nicht unbedingt jetzt der Profi ist oder Fachmann oder bauspezifische Erfahrungen hat, dann wird es halt nicht zu großen Einsparungen führen. Und damit viel Spaß beim Bauen, aber noch viel wichtiger, bitte unfallfrei bleiben.